Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken, hier bei der Herbsttagung der Thomas-Mann-Gesellschaft aus der Ferne zu Ihnen sprechen zu dürfen und möchte der japanischen Landessitte entsprechend meinen Vortrag gleich mit einer Entschuldigung einleiten, nämlich der, dass ich bislang nur sehr wenige der bei dieser Tagung gehaltenen Vorträge hören konnte, nicht weil sie mich nicht interessiert hätten, sondern aus Zeitverschiebungsgründen. Ich wäre heute also sehr müde, wenn ich, sagen wir, seit letzten Sonntag zugehört hätte. Deshalb könnte es durchaus so sein, dass ich Dinge hier erzähle, die bereits bei dieser Tagung schon gesagt worden sind, und das bitte ich dann zu entschuldigen. In meinem Vortrag soll Sie sehen, das Thema hier Thomas Manns Arbeit am politischen Mythos in seinem Josef-Roman unter der doppelten Perspektive von Kontinuität und Veränderung untersucht werden. Kontinuität heißt hier, inwieweit in diesen Romanen eine politische Mythoskonzeption zu finden ist und sozusagen durchgehalten wird, die Thomas Mann bereits ab Mitte der 1920er Jahre, als er diesen Roman zu konzipieren begann, entwickelt hatte. Veränderung soll bedeuten, dass gefragt wird, in welcher Weise durch die amerikanische Exilerfahrung diese politische Mythoskonzeption modifiziert wurde. Ich fange mit dieser amerikanischen Exilerfahrung an. Was diese Erfahrung für Thomas Mann letztendlich bedeutet haben mag, wird vielleicht am ersichtlichsten in seiner Rede, die er 1942 in der Washingtoner Library of Congress auf Englisch über seine so gut wie abgeschlossenen Josef-Romane hielt. Diese Rede, Sie sehen hier ihren Erstdruck, betitelt The Theme of the Joseph Novels, ist übrigens in den gesammelten Werken nur in einer verkürzten Übersetzung zu finden und in der GKFA noch nicht erschienen. Man kann die Rede aber im Internet nachlesen. Am Ende dieser Rede spricht Thomas Mann davon, dass er das Mythical Play of Joseph and His Brothers in Deutschland begonnen, in der Schweiz fortgesetzt und dann in den USA vollendet habe, und zwar dort, wie er sagt, in contact with the American myth. Worin besteht nun dieser Mythos, dieser amerikanische Mythos? Einmal, wie er hier sagt, aus dem amerikanischen Way of Life, und das sagt er so: You too live in a tradition here, walk in footsteps, in paternal footsteps, also in väterlichen Fußstapfen, which you call your way of life. Dann sieht er den amerikanischen Optimismus als Teil dieses Mythos an, und nicht zuletzt sind die, Zitat, ideals and principles upon which the Union was founded by the fathers an diesem Mythos beteiligt. Es ist bemerkenswert hier, dass Thomas Mann besonders die patriarchale Seite dieses amerikanischen Mythos stark macht, wenn er, wie gesagt, von den paternal footsteps und den Prinzipien der amerikanischen Gründungsväter spricht. Ich komme darauf zu sprechen. Diese Prinzipien können verkürzend auf die Formel Freedom and Democracy gebracht werden, was Thomas Mann hier letztendlich und seine Rede abschließend ein New Feeling of Humanism nennt, wobei dann hier eben auch noch das zentrale Stichwort Humanität fällt. Diese Verbindung von Demokratie und Humanität war für Thomas Mann spätestens seit 1922, seit seiner Rede von Deutscher Republik, gegeben. Als Kronzeuge der Demokratie beschwörte Thomas Mann in dieser Rede von 1922, allerdings nicht wie hier in der Rede genau 20 Jahre später, die Väter, sondern ausgerechnet, möchte man sagen, den amerikanischen Dichter Walt Whitman, den er durch die Übersetzung seiner Gedichte ins Deutsche durch Hans Reisiger, der ein enger Freund Thomas Manns war, kennenlernte und mit dem er, wie sein Tagebuch bezeugt, Gespräche über Whitmans Männerliebe führte. In der Tat findet man eine, um es einmal so zu sagen, sexualpolitische Fundierung der Demokratie bei Whitman in der männlichen Kameradschaft, beispielsweise in seinem Gedicht Für dich, o Demokratie, wo es in der Übersetzung Reisigers heißt, ich habe hier den englischen Originaltext, die markierten Zeilen, darum geht es: Ich will Kameradschaft pflanzen, dicht wie Bäume entlang den Strömen Amerikas, durch die Liebe von Kameraden, durch die männliche Liebe von Kameraden. Für dich dies von mir, o Demokratie, dir zu dienen, ma femme, für dich schmettere ich diese Lieder.
Ja, diese und all die anderen Worte der Reisiger-Whitman-Übersetzung waren für Thomas Mann, wie er schreibt, Zitat, ein wahres Gottesgeschenk, erlaubten sie ihm doch eine nicht nur oberflächlich rationale, sondern tiefgefühlte emotionale Bindung zur Demokratie in Verbindung mit Humanität aufzubauen, wozu dann auch noch Hans Blühers Idee von der staatenbildenden Kraft der Homoerotik beitrug. Ich kann darauf nicht eingehen, zudem Hans Wiskirchen zu diesen Zusammenhängen unter dem Titel Republikanischer Eros einen fundierten Aufsatz geschrieben hat. Man könnte also so sagen, dass Demokratie, insbesondere dann die amerikanische, ursprünglich für Thomas Mann eine libidinöse Besetzung, genauer gesagt homosexuelle oder homoerotische Besetzung hatte. Demokratie also basierend primär auf der männlichen Liebe von Kameraden. Aber 20 Jahre später, wie gesagt 1942, in der Library of Congress Rede, ist von dieser libidinösen bzw. sexualpolitischen tiefen Dimension der Demokratie gar nicht mehr die Rede. Aus dem kameradschaftlichen Projekt der Demokratie ist ein patriarchalisches geworden. Könnte man hierin zumindest eine Frucht, will ich vielleicht nicht sagen, besser Auswirkung der amerikanischen Jahre sehen? Also in dieser Ersetzung des homoerotisch-promisken Verständnisses der Demokratie, die ganz in der Nähe von Bachofens erster Gesellschaftsstufe des Heterismus steht, ich komme darauf zurück, durch ihr ganz und gar unerotisches patriarchal-geistiges Verständnis. Wie immer auch der amerikanische Mythos bei Thomas Mann tiefen verankert sein mag, jedenfalls war er 1942, als er diese Rede hielt, noch ungebrochen intakt. Dass diese Hochschätzung Amerikas wenig später gefährdet wurde, steht auf einem anderen Blatt. Wir können auf jeden Fall für die Entstehungszeit der Joseph-Romane noch von einer unschuldigen Zeit sprechen, in der für Thomas Mann der amerikanische Mythos ungebrochen funktioniert hat und der für ihn also, wie gesagt, in erster Linie Demokratie und darauf deutet die Rede von Way of Life hin, nicht zuletzt auch materieller Wohlstand bedeutete. Realisiert sah er diesen Mythos vor allem im New Deal der Roosevelt-Regierung, dem er, was ja allbekannt ist, im vierten und letzten Band der Joseph-Romane Joseph der Ernährer eine Art Loblied sang. Hier ein Wahlplakat Roosevelts. Durch diesen Bezug nicht nur auf die Politik Roosevelts, aber doch zentral auf ihn, wird die große Mythengeschichte dieser Romane in einer letzten Wendung manifest politisch politisiert, wenn man so sagen will. Thomas Mann führt also in seinen Josef-Romanen die alten jüdischen, christlichen, ägyptischen, babylonisch-kanaitischen, hellenistischen Mythen mit dem neuzeitlichen und politischen Mythos Amerika zusammen, um so seiner Gegenwart, und da hat er wohl in erster Linie das kriegszerstörte Deutschland und Europa vor Augen, ein Mythosangebot zu machen, in dessen Namen man sich an die Arbeit des politischen, moralischen und wirtschaftlichen Wiederaufbaus machen könnte und dann in der Tat ja auch gemacht hat. Lassen Sie mich zu diesem Stichwort politischer Mythos kurz eine kleine definitorische Klärung einschieben. In Thomas Manns Faustus-Roman gibt der Chronist Zeitblom an einer Stelle seine Eindrücke über faschistisch angehauchte Schwabinger intellektuellen Diskussionen der 1920er Jahre wieder, des, wie es heißt, Krittwischschen Kreises, denen er und Leverkühn beiwohnte und bei denen das 1908 erschienene Buch Reflexion sur la Violence, welches im Faustus-Roman auch mit diesem Titel genannt wird, deutscher Titel Über die Gewalt, des französischen Sozialphilosophen Georges Sorel eine wichtige Rolle spielt, nämlich insbesondere dessen Verständnis der politischen Mythen. Ich zitiere aus dem Faustus-Roman. Was noch mehr dazu berechtigte, eben dieses Buch von Sorel, das Buch der Epoche zu nennen, war seine Einsicht und Verkündigung, dass im Zeitalter der Massen die parlamentarische Diskussion sich zum Mittel politischer Willensbildung als gänzlich ungeeignet erweisen müsse, dass an ihre Stelle in Zukunft die Versorgung der Massen mit mythischen Fiktionen zu treten habe, die als primitive Schlachtrufe die politischen Energien zu entfesseln, zu aktivieren bestimmt seien. Zitat Ende.
Massengerechte Mythen, Massenmythen würden also die Zukunft bestimmen. Und Sorel nennt ja in seinem Buch, was Thomas Mann hier allerdings nicht erwähnt, den Generalstreik als hervorragendstes Beispiel eines solchen revolutionären Traumgebildes, an welchen ihm allein die mythische Qualität, die Mobilisierungskraft, die von dieser Imagination ausging, wichtig war. Thomas Mann hatte sich, wie im Kommentar zu dieser Stelle gesagt wird, bereits in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen von 1918 auf Sorel bezogen, sodass man also auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass ihm zur Zeit der Niederschrift der Josef-Romane diese Überlegungen bekannt waren. Während der redliche Humanist Zeitblom einen bescheidenen Versuch unternimmt, in diesem Kreis die Mythen durch die, Zitat, Ebene der biederen objektiven Wahrheit zu widerlegen, Zitat Ende, was von diesem Kreis nur als Störung aufgenommen und vollständig ignoriert wird, scheint die Strategie Thomas Manns gegen die sich abzeichnenden massenwirksamen faschistischen Mythen eine andere gewesen zu sein, nämlich die politisch-humane Gegenmythen zu finden oder zu erfinden. So ist diese Politisierung, um nach diesem kleinen Exkurs zu den Josef-Romanen zurückzukommen, keineswegs etwas grundsätzlich Neues und etwa nur in diesem vierten Band der Josef-Romane zu findendes, sondern eine Tendenz, die zum einen von Anfang an in diesem Roman auftaucht und zum anderen auch die Grundkonzeption des gesamten Romanprojekts bestimmt hat. Oder anders gesagt, gerade weil die Josef-Romane von Anfang an eine wesentliche politische Stoßrichtung hatten, kann in ihrem letzten Band diese politische Ebene auch am deutlichsten und tagespolitisch aktuellsten mit Roosevelt und dem New Deal in Erscheinung treten. Der politische Mythos Amerika wurde von Thomas Mann, wie ausgeführt, also als eine Success-Story erlebt. Und auch die Josef-Romane, die ja in den USA beendet wurden, wären als eine solche Erfolgsgeschichte mit einem Happy Ending anzusehen. Sie sind zweifellos eine schöne Geschichte, wie es ja im Schlusssatz der gesamten Tetralogie heißt. Dem widerspricht aber die sonstige thematische Orientierung Thomas Manns, der angefangen von den Buddenbrooks über den Tod in Venedig bis hin zum Zauberberg und dann später auch wieder mit dem Dr. Faustus in erster Linie Verfallsgeschichten schreibt. Genauer gesagt, Geschichten, deren Protagonisten diesen Verfall ausgeliefert sind. Dionysia des Todes, so hat Thomas Mann selbst seine Verfallshelden einmal genannt. Was ist also nun der wesentliche konzeptionelle Unterschied in dieser Hinsicht, neben der eben erwähnten mythopolitischen Ausrichtung, der die Josef-Romane von der Mehrzahl der anderen literarischen Arbeiten Thomas Manns unterscheidet? Meine natürlich erst einmal hypothetische Antwort auf diese Frage lautet: Verfall ist bei Thomas Mann untrennbar mit der Annäherung an eine immer problematisch erfahrene beziehungsweise die Identität paradigmatisch, wenn man nicht schon den kleinen Herrn Friedemann erwähnen will, natürlich im Tod in Venedig gestaltet. Man könnte in dieser Hinsicht vom Konzept des dekadenten Helden sprechen, wobei der entscheidende Punkt in seiner Dekadenz seine Verführbarkeit ist, exemplarisch an Gustav von Aschenbach vorgeführt. Man kann nun weiter sagen, dass in den Josef-Romanen ein solches Übergreifen dieses Verfallserotik-Todeskomplexes auf den Protagonisten, also auf Josef, nicht stattfindet und diese Romane deshalb keine Verfalls, sondern ganz im Gegenteil eben, wie ich sagte, eine Erfolgsgeschichte sind. Hier wird gewissermaßen der Schalter wird umgelegt. Aus dem Makel und Minus der Verführbarkeit wird das Plus des Gegenteils davon. Und das Gegenteil von Verführbarkeit ist natürlich Keuschheit. Der grundsätzlich schwache, dekadente und verführbare Protagonist verwandelt sich hier in eine Figur, die resistent gegen Verführung ist, in einen keuschen Helden. Also Josef ist damit geboren bzw. gefunden, denn als ein solcher keuscher Held existiert er ja nicht nur in der Bibel, sondern davon natürlich ausgehend, darüber hinaus als ein ganz umfassendes literarisch-kulturelles Konzept,
welches dann Thomas Mann also Mitte der 1920er Jahre zur Darstellung, Umsetzung und Ausformulierung seiner spezifischen Problematik aufgreifen konnte. Ich kann jetzt dieses umfassende kulturelle Konzept des Keuschen Josef nicht ausführen, sondern nur als Illustration dieser mittelalterliche Kupferstich. Diese für die Josef-Romane entscheidende sexualpolitische Umorientierung und Weichenstellung, also weg vom dekadent Verführbaren hin zum keuschen Helden, findet in deutlicher Weise in Thomas Manns 1925, also gerade in dieser heißen Formierungsphase der Josef-Romane, veröffentlichten Essay Die Ehe im Übergang ihren Ausdruck, der deshalb neben dem von mir an anderer Stelle diskutierten Essay Pariser Rechenschaft, ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht ausführen, zu den, wie ich denke, wichtigsten Justierungen gehört, die Thomas Mann im Vorfeld der Josef-Romane vornahm und die sozusagen das Gleis festlegten, auf dem dann der Zug dieser Romane rollen sollte. Während Pariser Rechenschaft eine mythopolitische Einstellung vornahm, nämlich die Gegenstellung zu faschistischen Mythen, vollzieht dieser Ehe-Essay nun eine folgenreiche sexualpolitische Entscheidung. Ja, ich habe das mal so hier irgendwie grafisch dargestellt. Also diese beiden Essays, die dann in diese Romane eingehen, die dann sozusagen in dieser Rede ihre Quintessenz haben. Aber zu diesem Ehe-Essay selbst kurz, der konservative Kulturphilosoph Hermann Graf Kaiserling gab 1925 ein Buch über die moderne Eheproblematik heraus, mit Beiträgen von bekannten Persönlichkeiten, und Thomas Mann schrieb für dieses Buch ein Essay über die Ehe, der aber, wie es im Kommentarband der GKFA heißt, Zitat, im Kern ein Aufsatz über das Problem Homosexualität sei. Man könnte es auch so sagen, dass wir in diesem Ehe-Essay der Geburt dieses verführungsresistenten Helden beiwohnen, und zwar auffälligerweise, und das verbindet eben diesen Essay deutlich mit den Josef-Romanen, durch die in diesem Essay-Zusammenhang etwas deplatziert wirkende Thematik des Segens, die allerdings deutlich auf die Josef-Romane vorausdeutet. Und Frau Schöll hatte ja in ihrem Beitrag auf diese Segensthematik hingewiesen. Im Zusammenhang aber nun mit diesem Essay, der ja eigentlich die Problematik der modernen Ehe diskutieren soll, erscheint diese Segensthematik etwas verfehlt, archaisch. Thomas Mann entfaltet in diesem Essay eine Opposition, die darin besteht, dass, Zitat, Segen der Natur und des Lebens, Zitat Ende, auf der treu sittlichen, fruchtbaren, also kindererzeugenden Ehe liege. Und jetzt kommen eine ganze Reihe von Ausdrücken aus diesem Ehe-Essay: Nicht Segen, Unsegen, Todessegen, Fluch für den Bereich gelten soll, den Thomas Mann hier Homoerotik nennt und der ganz grundsätzlich mit dem Erotischen, also nicht nur dem Homoerotischen und dem Ästhetischen verbunden wird. Dieser Essay bedeutet eine klare Absage, natürlich vordergründig klare, an diesen Bereich, für den als Pars pro Toto eben Homoerotik steht. Ein Zitat aus dem Essay noch. Die Freizügigkeit der Homoerotik ist ein Ausdruck ihres Mangels an Sesshaftigkeits- und Verewigungsinstinkt. Sie ist nicht gründend, nicht familienbildend und geschlechtererzeugend. Das Zitat ist eine klare Absage an die Homoerotik und zugleich eine Ansage, denn es wird hier genau die entscheidende Zielvorgabe für die Protagonisten der Josef-Romane, also für Jakob, Josef und die Brüder genannt, deren Bestimmung fundamental geschlechtererzeugend sein soll und ja auch ist, insoweit sie ja nicht nur das Volk der Juden, Israel, hervorbringen sollen, sondern in letzter Konsequenz auch die Verheißungsfigur Schilo, die auf den Messias, auf Jesus Christus hindeutet und damit auf die Christenheit, die sich Thomas Mann wiederum mit dem Humanismus und damit mit dem aktuellen Kampf gegen den Faschismus verbindet. Da schließt sich der Kreis und diese sexualpolitischen Reflexionen und Dispositionen treffen sich mit den mythopolitischen. So hängt in dieser Argumentation viel, hängt letztendlich die ganze Weltgeschichte an der Geschlechtererzeugung, das heißt am Ausschluss
der diese grundsätzlich nicht bewerkstelligen könnenden Homoerotik spricht. Sprich, da diese für Thomas Mann weitestgehend mit Erotik überhaupt identisch war, eben des Ausschlusses der Erotik generell, jedenfalls vom Protagonisten. Dieser Vorgabe lässt Thomas Mann sein Josef konsequent folgen. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Sphäre der Erotik, die Trieb- und Libido-Problematik aus den Romanen ausgeblendet wäre, ganz und gar nicht. Sie wird nur weitestgehend aus dem Protagonisten Josef herausgesetzt, umbesetzt, in einer Sphäre lokalisiert, an der dieser keusche Held nur negativ partizipiert, das heißt, indem er sich von ihr fernzuhalten versucht, beziehungsweise, wenn ihm dies nicht gelingt, indem er versucht, sie zu sublimieren. Diese ganze konfliktbeladene Sphäre des triebhaft Erotischen wird, was natürlich jeder weiß, der die Josef-Romane gelesen hat, vor allem auf die Antagonistin Josefs, auf die Frau Potiphas, die Josef vergeblich zu verführen versucht und die Thomas Mann Mut im Enet nennt, ausgelagert, um sie hier nochmal zu zeigen. Ich möchte diese von mir bislang genannte doppelte Oppositionshaltung Thomas Manns bzw. der Josef-Romane weiter verdeutlichen bzw. den Zusammenhang dieser doppelten Opposition klären. Es geht also in mythopolitischer Hinsicht gegen den Faschismus und es geht in sexualpolitischer Hinsicht gegen die, um es noch einmal mit Thomas Manns Worten aus dem Ehe-Essay zu sagen, Freizügigkeit der Homoerotik, für die ich jetzt einmal grundsätzlich Promiskuität bzw. Heterismus, aber man könnte wohl einfach Erotik generell sagen, einsetzen möchte. In Bachofens Kulturtheorie, die den Hintergrund dieser ganzen Überlegungen bildet, bedeutet dieser Heterismus zwar eine durch Gynäkokratie bzw. Matriarchat und vor allem dann Patriarchat überwundene Entwicklungsstufe, doch besteht immer wieder die Gefahr eines, wie Bachofen es nennt, Rückschlags von einer entwickelteren zu einer früheren Stufe. Bachofen hat also ein lineares Geschichtsmodell, welches er, wie dies Els Haage ausgedrückt hat, gelegentlich mit einem zyklischen Geschichtsmodell kontaminiert. Thomas Mann nun sah im Faschismus einen solchen Bachofenschen Rückschlag auf frühere Entwicklungsstufen der Menschheit. Heterismus wie Faschismus werden von Thomas Mann in Anlehnung an Bachofen als Regressionsbewegungen angesehen, stehen gemeinsam auf der gegnerischen Seite. Und diese fatale, gegen die fortgeschrittenen geistigen Kräfte der Humanität gerichtete Bündnis ist auch deutlich in den Josef-Romanen aufzufinden. Und zwar vielleicht hier am deutlichsten in der Verbindung des Zwerges Dudu im Hause Potiphas mit Mut M. Enet. Dudu ist, wie die Forschung ja gezeigt hat, nach faschistisch nationalsozialistischen Ideologemen und Personen wie Goebbels etwa gestaltet. Diese Verbindung Dudus mit Mut M. Enet zeigt diese gedankliche Verkoppelung von Faschismus und Heterismus und ihre gemeinsame Gegenstellung zu Josef am klarsten. Diesem heterisch-faschistischen Bereich stellt Thomas Mann Bachofens dritte Stufe der Gesellschaftsentwicklung gegenüber, die geistig-patriarchale Welt, die geistige Lebensform, um es mit dem Titelwort unserer Veranstaltung zu sagen. Josef ist als gehorsamer Anhänger und Diener dieser Welt- und Lebensform anzusehen, deren Basisgesetz im Triebverzicht aller Nichtväter, also der Söhne, liegt. Und Josef ist ja auch ganz wesentlich bis zum Ende der Tetralogie Sohn, Sohn Jakobs natürlich. Aber wie verhält sich diese geistig-humane und unerotische Welt, die zweifellos auch die des von Thomas Mann patriarchal verstandenen amerikanischen Mythos ist, denn eigentlich zu der libidinösen Besetzung der Demokratie, die Thomas Mann ursprünglich hatte? Ich erinnere an das, was ich eben über Whitman gesagt hatte. Ich glaube, dass der Aufstieg des Faschismus, den Thomas Mann schon sehr früh in Italien wahrnahm, wo er 1926 seinen Sommerurlaub verbrachte und dort Erlebnisse hatte, die er später in seiner Novelle Mario und der Zauberer verarbeitete, ihn zu einer Revision seiner Identifikation mit den männlich-demokratischen Kameraden Whitmans gebracht haben mag, die sich in die gewalttätigen faschistischen Horden und Verbände, sei es in Italien, sei es dann in Deutschland, verwandelt hatten,
die die Bevölkerung terrorisierten. Dies mag Thomas Mann auch an jene Brüderschar erinnert haben, die Freud in seinem Thomas Mann bekannten Aufsatz Totem und Tabu in äußerster Grausamkeit imaginiert. Erschlagen sie dort doch ihren Vater, den Urvater, und essen ihn gar auch noch auf. Die faschistische Pöbelherrschaft nannte Thomas Mann dann später 1938 in seiner Standardrede vom kommenden Sieg der Demokratie mit einem allerdings auch beim politischen Gegner beliebten Adjektiv entartete Demokratie. Davon unterschied er nun die wirkliche Demokratie, die niemals ihres, ich zitiere aus dieser Rede, notwendigen geistesaristokratischen Einschlags verlustig gehen darf. Das ist nun, würde ich sagen, manifest Thomas Manns Eintritt in diesen patriarchalen amerikanischen Mythos. Und das ist auch das, was ich letztendlich als das von Amerika geprägte Ergebnis seiner Arbeit am politischen Mythos ansehen würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.